Ach stimmt, hier ist ja auch irgendwo ein Item wahrscheinlich, ne? Aber wenn dann wahrscheinlich irgendwo da oben. Eventuell. Vielleicht doch da? Aber das mit den Urheberrechtsclaims, das ist. Du hast hier und da mal welche, kommt natürlich eher selten vor. Die meisten sind einfach nur Bullshit. Manche durch Versehen, manche durch was weiß ich was für Gründe. Und hatte ansonsten quasi jetzt nie irgendwie so einen Fall gehabt, wo dann auf einmal ich dann der Gearschte war. Und nur sehr, sehr, sehr selten gab es mal Fälle, wo das wirklich legit gewesen ist. Oder wirklich dann was beansprucht worden ist, weil es halt geschützt ist. Das war sehr selten. Ich glaube, die kann ich an einer Hand abzählen. Feldens Brief. Ich bin auf etwas Interessantes gestoßen. Es handelt sich dabei um das Fragment einer mit antiken Flüchen beschrifteten Steintafel. Wenn ich es schaffe, sie zu rekonstruieren und zu entziffern, dürfte es mir möglich sein, diese Hexerei anzuwenden, auch wenn sie zu unumkehrbaren Resultaten führen könnte. Ich denke nicht, dass ich dem König darüber Bericht erstatten muss. Ich gebe dieses Wissen nur an Menschen weiter, denen ich vertrauen kann. Hier ist es nicht sicher und es gibt einige, die gegen mich Argwohn hegen. Ich melde mich wieder, wenn es Fortschritte gibt. Lass mich raten. Und diese Steintafel mit den unzähligen antiken Flüchen oder so ähnlich hat dann verursacht, dass da unten in dem Labor ein Fleischbiom entstanden ist und dass dann quasi diese Unreinheit Amok lief. Oder ist die Unreinheit. Oh, das ist die Steintafel. Ne, ein Fragment davon. Sammle alle 7 Fragmente, um die Inschrift zu entziffern. Ein Fragment einer Steintafel, die mit antiken Flüchen beschriftet ist, welche durch Vorlesen entfesselt werden können. Um sie zu entziffern, müssen alle zerbrochenen Stücke magisch zusammengefügt werden. Oder ist es vielmehr so, dass die Unreinheit versucht, das zu beseitigen, was dieser Magier versehentlich erschaffen hat? Ich wollte nach rechts, glaube ich, oder? Nee, von rechts bin ich gekommen. Habe ich da gerade was gesehen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich da gerade was gesehen habe oder nicht. Weil ich meine, da rechts war so ein kleiner Vorsprung. Das ist nicht One-Shot. Okay, hier gibt es auch nichts mehr. Rechts von mir ist noch ein Weg. Könnte womöglich dahin führen, wo ich gerade diesen Vorsprung gesehen habe, vielleicht. Naja, wobei, da ist kein Weg. Wobei, wer weiß, wer weiß. Kann vielleicht trotzdem hinführen. Springst irgendwo von unten, von oben herab. Und landest dann dort. Wow. Noch besser und ich hätte getroffen.
Auf jeden Fall ist da was Wichtiges. Tür ist versiegelt. Ist das eine Steintafel? Ich sehe auf jeden Fall einen Fleischblob. Der schießt? Okay, das ist neu. Oh, der hält aber ordentlich aus. Holla, die Waldfee. Und macht nicht gerade wenig Damage. Schön noch vom Querschläger gekillt. Oh, da komme ich ja gar nicht ran. Warum hat das Nest so viel Leben? Ach, verdammt, egal. Hauptsache tot. Kann ich hier runter? Nö, kann ich nicht. Das ist eine Statue oder warum hat da ein Messer, warum hat da jemand ein Schwert in der Brust? Ein weiteres Fragment. Ah, da ist eh nix, sehe ich gerade. Raum ist gelb. Der Raum ist gelb, da ist nix, da ist kein Item mehr. Ob ich noch weiter irgendwie leveln kann nach 100? Nee, wahrscheinlich nicht, wa? Das bedeutet dann auch die beiden Items, die... Ah, ich muss ja die Gegner hier besiegen. Die beiden Items, die ich habe, die machen, dass ich mehr Erfahrungspunkte bekomme, beziehungsweise Unreinheit. Die wären ja dann komplett überflüssig. Weil die bewirken ja gar nichts mehr. Meins? Kann ich irgendwas aufleveln? Oh! Das Ding kostet gar nichts. Vielleicht muss ich das auch sogar haben. Kann sein. Sehe jetzt nicht wirklich anders aus als zuvor. Also, hat eine kleine Veränderung gegeben, aber jetzt auch nicht so groß, dass die irgendwie bemerkbar war. Nee. Unter mir ist noch was. Dämliche Sau. Soll hier noch ein Item sein? Oh! Hier! Ein Item ist aus der Vase da rausgeflogen. Zum Bild da. Ja, der wird schon früher oder später sterben. Da lag was. Nope, da lag gar nichts, aber da ist wahrscheinlich der nächste Weg. Was? Warum ist der denn so gut wie tot gewesen?
Ist der so groß gewesen, dass der in dieser Giftschwade drin war? Was habe ich da gemacht? Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Was ist das hier? Vielleicht. Ich bin nie in diesem Raum gewesen? Pff, klar. Springen ist ausbrechen. Sicher doch. Oh, schon wieder so ein Fleischklumpen. Der hält aber scheinbar weniger aus. Und wo ist das Nest? Oh, was ist das denn? Statue der Weißpriesterin. Erhöht die Nutzung von Heilgebeten um 1. Eine Statue der Weißpriesterin des Morgenrots, errichtet von den Gläubigen der Weißen Kirche. Dieses Mädchen, welches das Endland vor der Unreinheit rettete, ist deren Hoffnung. Und ab nach links. Irgendwo da oben ist ein Nest. Aber gleichzeitig ist hier nichts mehr zu finden? Okay, wenn das Spiel das sagt. Wenn das Spiel das sagt, dann glaube ich's mal. Ach, whatever. Oh, ist das das mit dem dämlichen Hebel? Ja, das ist das mit dem Hebel. Wie zum Geier benutzt du diesen Hebel? Ach, verdammt mal. Wait. War das die ganze Zeit? Das kann mir keiner sagen, dass niemand, der das jetzt da sieht, sich dann denkt so, oh, das ist eine Plattform, wo man runtergehen kann. Das sieht doch aus wie ein fester Boden, oder nicht? Ah, oh, nee, du. War das jetzt rechts rum? Ja, das war im Wasser, genau. Das sieht aus wie fester Boden. Und nicht wie eine Plattform. Ich hätte nicht erwartet, dich hier zu finden. Ja, ich auch nicht. Oh, wait, 2? Ich bekomme gleich 2 Überreste. Aber ich brauche doch, glaube ich, nur 1 für ein Upgrade, richtig? Habe ich dann also jetzt gerade 2 Upgrades bekommen oder ein Upgrade, weil das nächste 2 kostet? Ich meine, den schwarzen Ritter habe ich jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr benutzt, aber... Mein hey. Nice to have.
Warum ist da rechts der Raum noch offen? Ist das ein versiegelter Raum gewesen? Nein, sondern einfach nur ein Raum, den ich nie betreten habe. Mit einem Fleischblob wieder einmal. Der fast nichts aushält. Reinstes Weihwasser. Erhöht die Heilkraft von Gebeten. Eine Flasche mit Brunnenwasser aus dem Grenzland, wo die Quellpriesterin zur Welt kam. Die Namen der Priesterinnen entstammen ihren Geburtsorten und werden von ihren Vorgängerinnen gewählt. Okay, ich bin jetzt einfach nur hierher gekommen für Weihwasser. Oh ja, ich hätte da unten reingehen können. Okay. Wo jetzt sind? Am besten zur nächsten Parkbank. Und dann nach ganz oben. Die Frage ist halt nur, wo geht's nach oben raus? Ich habe hier nämlich keinen Weg nach oben. Ist das so ein Weg gewesen, der eher fallen war? Nein, ich glaube nicht, dass das hier so ein One-Way-Ticket gewesen ist. Oh, oder vielleicht doch. Oder vielleicht doch. Das war, glaube ich, so ein One-Way-Ticket. Ja. Na, verdammt, dann darf ich jetzt quasi nach links latschen. Um zum nächsten Teleporter zu kommen. Nee, Quark! Was will ich denn mit dem Aufzug? Nee, der war nicht richtig. Der kommt schon eher hin. Aber jetzt eher links oder rechts? Gucken wir lieber mal den Weg rechts an. Ich glaube, der ist vielleicht richtiger. Wohnzimmer. Der Weg rechts könnte eventuell richtiger sein. Oder auch nicht. Ah, eventuell ja, weil ich kann ja klettern. Die Königsschilde nur so scheitern. Oh, ihr habt den Magiern vertraut. Ist doch eine Falle. Irgendwas wird hier gleich kommen. Sag ich ja.
einäugiger Königsschild. Hi. Wollte ja nur gerade mein Ultimate benutzen. Braucht ja keiner. Au. Yeah. Ja, verdammt. Ich dachte, ich hätte jetzt schon ready. Es ist noch nicht vorbei. Wo ist seine Majestät? Tot. Sehr tot. Er greift Gegner am Boden, um... Was? Er greift Gegner am Boden, um ihn herum an... Achso, indem er sein Großschwert in die Erde stößt und eine Schockwelle auslöst. Als Königsschild beschützte er immer seinen Herrn, auch im Todesregen, bis sein Kamerad ihn hinterging und er vom Wahnsinn verschlungen wurde. Okay. Und noch mehr Sediment. Wir können nicht sterben und doch bekämpfen wir einander. Ah, dann sind die eigentlich alle hier gerade am Leben? Sind aber ähnlich wie er jetzt da hinten zum Beispiel ausgepowert oder was weiß ich was. Und wenn ich jetzt da hinkomme und die läutere, dann werden die ja versteinert. Hä, wo bin ich denn jetzt? Ach so, okay. Bill, hi! Als nächstes hin. Da. Den Raum da oben angucken. Und falls möglich auch das Item finden, was hier links im Raum ist. Falls das keine Umstände macht, Game. Au. Ist es, glaube ich. Ach, ist das nicht das, was ich nicht gefunden habe? Ich glaube, aber hier geht's hoch, glaube ich. Ja, yeah, sagte ich doch. Sagte ich doch, dass das da hoch geht. Mein Körper bewegt sich nicht, muss den König beschützen. Ist also quasi das, was ich sagte. Die können sich irgendwie nicht bewegen, sind ausgepowert oder sonst irgendwas. Sind aber immer noch da. Wow. Feuer, meine Glanzleistung von mir. Na, so viele Erfahrungspunkte bekomme ich jetzt auch nicht wieder. Sehe ich gerade. Kannst du mal abhauen? Will nichts mit dir zu tun haben.
Ich muss aber rechts lang. Hopp. Gar nicht gesehen. Genauso wie ich wenig den da gerade gesehen habe. Versiegelte Tür. Ja, sieht wichtig auf jeden Fall aus. Steintafel, wa? Ich schätze mal, alle versiegelten Türen haben Steintafelfragmente. Und Lore. Notiz des ersten Königs 3. Wir sind als Sieger aus dieser langen Schlacht hervorgegangen. Und das, obwohl wir bis zuletzt nach einem Weg suchten, friedlich miteinander zu leben. Dieses Land wurde nun in 6 Teile geteilt und ich bin der König des Endlands. Dort ist es immer kalt und es verbleiben noch Teile des alten Volks, aber ich darf als König keine Schwäche zeigen. Achso, so ein Magier. Oh, 100. 100 Sediment. Tafel. Tafel. Wie viele Fragmente habe ich jetzt? Ich glaube 3, oder? Schätze mal, ich muss die ganzen Tafeln finden und dann zu diesem einen Raum da wieder zurück, in dem gar nichts gewesen war. Und schätze mal, mit dem soll ich dann, mit der Tafel soll ich dann wahrscheinlich dann wieder zu dem unreinen König zurück. Und dann, keine Ahnung, was passiert. Und vielleicht ein anderer Bosskampf. Oder gar keiner. Kann ja auch sein. Hier haben wir alle Räume gefunden. Da haben wir auch alle Räume gefunden. Gehen wir mal dahin. Korridor des Verbands. Oh. Am Ende sieht es dann so aus. Das Item oder die Items, die mir noch fehlen, die finde ich nicht in Räumen, die ich bis jetzt noch nicht betreten habe, sondern die finde ich in den Räumen, die noch blau sind. Oh, dann geht das heitere Gesuche los. Was jetzt nicht unbedingt so schlimm ist, aber... Oh. Nochmal überall hingehen. Ich will keine 100% machen, aber das Spiel zwingt mich scheinbar dazu. Ist das nicht so eine versiegelte Tür? Das hier? Das sieht doch genauso aus. Okay, da haben wir eine versiegelte Tür. Ich weiß aber nicht so richtig, wie ich hochkomme. Ah, wobei, vielleicht sehe ich das schon. Oh, verdammt! Okay, cool, nice. Keine Steintafel.